Moin zusammen, in der letzten Woche habe ich mich an dem Skatinsel und Euroskat Rocket abgearbeitet, also sehr viel Online-Skat gezeigt. Auch wenn ich mich bemüht habe, das schon recht intensiv zu kommentieren, sind natürlich die Detailanalysen doch ein wenig auf der Strecke geblieben. Zu einem Spiel aus der dritten Serie, das 12. Spiel, habe ich ein paar Rückfragen bekommen. Da hieß es so: Daniel, Mensch, warum hast du den Karo König nicht rechtzeitig gelegt? Dann hättet ihr doch 61 gemacht, jetzt habt ihr nur 57 bekommen. Ja, ganz so war es natürlich nicht, aber auch ich habe in dem Spiel jetzt nicht alles optimal getroffen. Schauen wir uns das einfach mal an, weil da wieder auch ein ganz interessantes Motiv drin steckt, was ich übrigens auch schon mal in einem früheren Video gezeigt habe. Also in dem Fall saß ich in Mittelhand mit dieser Karte. Hinterhand ist Besitzer geworden und spielt Herz. Mein Partner in Vorhand hat eröffnet mit dem Karo Ass. So, ich denke mir natürlich, entweder der ist blank, dann ist es auf keinen Fall eine super Idee, den König schon reinzutun, weil der Alleinspieler auf 10 Dame Lusche sitzt. Oder es ist vielleicht auch aus einer längeren Farbe, aus dem Drilling, Ass 10 irgendwie, dann ist es eher wahrscheinlich, dass der Alleinspieler sticht. Also so oder so, selbst wenn das aus dem Zwilling ist, aus Ass Lusche oder Ass Dame, dann ist vielleicht die 10 im Keller und ich kann mit dem König den nächsten Stich übernehmen. Also in dem Fall sicher korrekt, hier noch nicht den Karo König reinzulegen. Wenn ich Karo König Dame 9 hätte, wäre es ein ganz anderer Schnack. Dann würde ich sagen, im ersten Stich, wo es keine Gegenreizung gibt und ansonsten alles hier glatt steht, immer versuchen, möglichst Augen reinzutun. In dem Fall lege ich aber die 7, der Alleinspieler die 9. 11 Augen für uns. Ja. Und mein Partner wechselt auf Pik König. Gut, zweiter Stich. Klar, hast du jetzt irgendwie einen Tick Angst um das Ass, aber jetzt nur die Dame zu legen, ist ja auch noch nicht so viel geklärt. Kann auch sein, dass Pik bedient wird. Also ich glaube, das ist keine gute Option, da jetzt nur die Dame zu legen. Im Zweifel ist auch ein günstiger Abwurf für den Spieler dann in Hinterhand drin. Also rauf. Und ja, Alleinspieler schnappt zu. Pik hat er im Keller. Das bestätigt jetzt natürlich die Anfangs-Verdachtsmomente, dass das Karo Ass wohl blank war, wo jetzt die Farbe gewechselt wird und Pik gestochen wird und dass der Alleinspieler noch in Karo 10 und Dame sitzt. Der spielt jetzt natürlich zuerst mal Trumpf. Das war relativ klein rangegangen. Also ich komme hier mit der Trumpf-Lusche an den Stich. Und jetzt ist es natürlich, wo ich selber nur zwei Trumpf habe und deswegen ganz stark vermuten darf, dass mein Partner mehr Trumpf hat, nicht ratsam, ihn auf Trumpf zu setzen mit Karo König, weil ich dann eben auch noch den Stich gegen die Dame aufgebe. Also wenn ich jetzt Karo König Dame hätte und gegen 10 8 spielen würde, wäre es ein anderer Schnack. Dann könnte ich mit dem König 10 den Abstich erzwingen und hätte selber noch das Bild gegen die Lusche. So aber würde ich nicht nur eben meinen Partner in Trumpf kürzen, sondern gleichzeitig auch noch meinen eigenen Stich in Karo aufgeben. Denn wenn der Spieler selber mit Karo antreten muss, dann kann mein König gegen die Dame einen Stich machen. Also versuche ich das Blatt weiter zu klären und öffne jetzt Kreuz. Ich habe die Dame gespielt. Ja, und wenn ich jetzt tatsächlich schon auf die Idee komme, dass es ein Sechstrümpfer ist, was man vielleicht auch an diesem Luschenstich erkennen kann, dass mein Partner nur Trumpf Lusche legt, dass er eigentlich gar kein Bild haben kann. Ich weiß nicht, ob ich dann jetzt schon so konsequent sein muss, um hier die Kreuz 10 rauszuhauen. Dann würde ich natürlich ein sehr schwaches Spiel unterstellen. Wenn ich noch einen Fünftrümpfer irgendwie für möglich halte, der dann auch auf dem bestellten Kreuz Ass sitzt oder sogar Ass, Kreuz Ass zu dritt und Karo 10 im Keller, dann wäre Kreuz 10 natürlich wieder nicht so prickelnd. Also, ich habe jetzt hier nur die Dame gespielt. Ja, vielleicht ein bisschen fahrig, vielleicht wenigstens der König wäre besser gewesen, aber das eine Auge machte den Kohl nicht fett. Mein Partner nimmt jedenfalls raus auf 27, spielt die Lusche zurück. Ja, und jetzt merke ich natürlich, Scheiße, das war jetzt nicht so genial, hätte es besser Kreuz 10 gebracht. Egal, ich gehe hier nur mit dem König rauf. Wenn die Verteilung komplett offen ist, ist das übrigens auch nicht der beste Zug, denn der Alleinspieler steht jetzt auf Sieg, wenn er seine Karo Dame abträgt. Das ist mir aber natürlich auch klar, das kennst du einfach aus der Erfahrung, das hast du im Gefühl, dass es für den Spieler sehr unangenehm ist, jetzt da die Karo Dame abzutragen, wo er den Trumpfstand noch nicht kennt. Denn dann ist ja klar, dass danach Karo König 10 Abstich kommt. Und er weiß natürlich nicht, dass jetzt hier der Zweitrümpfer stechen würde und danach Trumpf 1-1 steht, dass das Spiel dann also gewonnen ist. Deswegen, was vorhersehbar ist und relativ normal ist, der Spieler sticht hier erstmal und spielt wieder Trumpf. Bup, bup, bup.
Ich bin wieder mit dem Kreuzbuben dran und es bleibt natürlich dabei. Karo jetzt anzufassen wird ja immer schlechter. Ist jetzt inzwischen klar, dass mein Partner noch einen Trumpf hat und dass der Alleinspieler noch Karo 10 Dame hat. Das ist inzwischen mathematisch bewiesen. Da er nur ein Kreuz hatte und keinen Pik, muss er drei Karos haben. Es sei denn, es wäre ein 7-Trümpfer, aber dann wäre die Trumpffolge natürlich anders gewesen. Dann hätte der Spieler, denke ich, nicht mit der Trumpflusche gestartet. Das ist also auch alles längst erkennbar. Also, ich spiele jetzt Pik Dame, in dem Moment die beste Idee. Alleinspieler sticht, kriegt hinten Pik Lusche. Also auch hier hätte er mit Abwurf Karo Dame. Ne, hier war es schon nicht mehr so gut, denn hinten ist noch die Pik 10. Also hier war das Stechen schon korrekt. Und jetzt sind wir im achten Stich, meine Damen und Herren, mein sehr verehrtes Publikum. Da könnt ihr euch mal mein Skat-Video How to Skat 16 Showdown im achten Stich anschauen. Behandelt ein ganz ähnliches Motiv. Der Alleinspieler hat jetzt natürlich noch Karo 10 Dame und einen Trumpf. Es ist der kleinere Trumpf, deswegen bietet er hier die Karo 10 an. Und hier sitzt übrigens Paula die Erste, spätere Turniersieger, auf folgendem Blatt, folgender Restverteilung und hat jetzt Karo 10 gestochen. Und das ist hier der letzte und damit der entscheidende Fehler in dem Spiel. Ich darf jetzt natürlich nicht den Karo König legen, weil der Alleinspieler dann natürlich Rest hat und es für uns noch nicht reicht. Klar muss ich den Karo Stich hier noch behalten, dich also nur die Lusche. Das Problem ist, nach diesem Stich, mein Partner bietet an, Kreuz 7, Kreuz 10 und der Alleinspieler hat jetzt die Karo Dame abgeworfen und bekommt im letzten Stich jetzt König, Bube, 10, 16 Augen auf 63. Das heißt, er stand vorher erst auf 47 Augen und brauchte ganz zwingend eben noch ein Bild. Und deswegen war es so wichtig, dass hier die Karo 10 im achten Stich einfach nicht gestochen wird. Da gehört jetzt die Kreuz Lusche drauf, von mir Karo Lusche, und dann hat der Spieler tatsächlich nur 59 und wir haben Rest. Und das ist durchaus auch erkennbar, zumindest ist erkennbar, dass der Spieler hier, da er eben die Pik 10 noch zu laden hat, tauscht er quasi, wenn er nicht sticht, nur die Karo 10 gegen die Pik 10, aber dadurch, dass er nicht sticht, hat er eben die Kontrolle, weil wir sofort Rest haben und diese Kontrolle beschert uns das eine Bild und deswegen ist der Einstich hier natürlich der klare Fehler und das war inzwischen natürlich, wie gesagt, im achten Stich im Endspiel, wo alles schon gelesen ist, durchaus auch erkennbar für einen, ja, für die sehr guten Spieler, denen wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Aber gut, im Eifer des Gefechts baut jeder mal eine kleine Unschärfe ein. Ich wollte nur sagen, hier war die Chance und dass ich den Karo König da nicht reingelegt habe, das war also volle Absicht und das war bis dahin auch korrekt. Ja, ein schnelles Guten Morgen-Video. Abschließend bedanke ich mich noch bei Nicola Hunze für eine Unterstützung meines Kanals und bei Marco Barsehen. Ich weiß das sehr zu schätzen. Herzlichen Dank auch an alle anderen Unterstützer und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Gut Blatt.